Hallo. Ja, ihr habt gesehen über Geld, was es ist und bedeutet, wirklich bedeutet. Ich bin wirklich aufgeregt heute über dieses Thema. Es macht mich tatsächlich nervös. Ich mache ja immer ganz, ganz viele Live-Videos. Und es regt mich eigentlich überhaupt nicht auf, aber das Thema ist irgendwie so ein Riesentrigger, ich glaube, für alle von uns. Und deswegen muss es jetzt halt einfach auch mal angesprochen werden. Und ich bin ja bekannt dafür, Themen anzusprechen, die ein bisschen heikel sind. Jetzt bin ich gerade hier noch kurz da, möchte es schnell in der Gruppe noch teilen. Kleiner Moment. So. Und schaue ich gleich nochmal in die anderen Gruppen. Ja, es ist Mittag gleich. Ich denke mal, viele von euch haben jetzt gleich auch Mittagspause und es ist wahrscheinlich ein ganz willkommener Livestream zu diesem Thema, weil wir können uns diesem Thema nicht entziehen. Es ist in aller Leben, in aller Munde. Du kannst ohne Geld nichts machen. Du kannst ohne Geld nicht leben. Du kannst nicht gesund werden ohne Geld. Du kannst keine Beziehung haben. Du kannst ohne Geld de facto auf dieser Welt nicht existieren. Und wenn du dir das mal überlegst, dann ist es wirklich, Geld ist gleichzusetzen mit unserer Lebensenergie, auch wenn viele das nicht so sehen wollen, sagen, ich kann auch ohne Geld leben und so weiter und so fort. Aber Geld ist Energie, Geld ist manifestierte Energie in unserer Gesellschaft. Wir haben Geld dazu gemacht, dass es uns Leben gibt und Leben ermöglicht. Ja, ohne Geld kann einfach keiner leben. Schluss, Ende aus, Amen. Damit müssen wir uns nun mal abfinden. Und wir haben ja unglaublich viele Vorstellungen von Geld, oder? Genau aus diesem Grund, weil wir uns so abhängig fühlen von Geld. Und diese Abhängigkeit, die will niemand. Wer will schon abhängig sein? Wir wollen ja alle frei sein. Wir wollen frei sein, wir wollen frei entscheiden, wir wollen uns frei ausdrücken. Wir wollen einfach Freiheit fühlen in diesem Leben hier. Dafür sind wir auf die Welt gekommen, nicht um irgendwie eingesperrt zu sein. So, und jetzt müssen wir eine gute Beziehung zu diesem Geld aufbauen, weil ohne dieses Geld können wir hier einfach nichts machen. Ich habe in der Facebook-Gruppe, habe ich ja geschrieben, ja, wer möchte Millionär werden? Die meisten haben geschrieben, ja, ich möchte Millionär werden. Ein paar haben gar nichts geschrieben, aber irgendwie, glaube ich, 33 Leute haben gesagt, sie möchten Millionär werden. Und ich gehe nicht davon aus, dass die Millionär werden wollen, weil Millionär so scheiße ist, oder? Sondern zumindest brauchst du mal die Vorstellung, dass Geld nicht scheiße ist. Du kannst nicht glauben, dass der Geld scheiße ist und dich dann darüber aufregen, dass du von Geld abhängig bist. Das geht einfach nicht. Wir müssen eine Lösung finden. Wie gehen wir hier damit um mit diesem Geld? Und das Thema ist so heiß. Ich habe gestern in einem Coaching etwas ganz, ganz Tolles erlebt. Meine Coachings sind super intuitiv. Es kommen immer die Themen für die Person auf, die gerade halt mal dran sind. Also das ist wirklich 100% geführt. Und da kam eben dieses Thema. Es war irgendwie, boah, ich glaube, das fünfte Coaching oder so, und da war Geld dran. Also das muss man sich so vorstellen. In den Coachings, da geht es immer tiefer und tiefer. Und es poppen Sachen auf und das Thema Geld war halt vorher noch nicht bereit, sich zu zeigen für die Person, die ich gecoacht habe. Da waren andere Lagen drüber, die erstmal durchbrochen werden müssen, um zu sagen, okay, jetzt bin ich bereit, das Thema Geld anzuschauen. Deswegen ist es auch so heikel, deswegen bin ich auch so aufgeregt wegen diesem Livestream, weil viele jetzt natürlich zuschauen, die noch nicht da sind, oder? Wo die Lagen noch nicht da sind, wo es ein Hammer-Trigger ist. Aber eben, ich erzähle euch kurz, um was es ging. Und zwar, kurz gefasst, wir kamen dazu,
Geld ist scheiße. Geld ist dreckig. Geld ist dreckig. Das musst du mir mal vorstellen. Wenn du die Vorstellung hast, Geld ist dreckig, wie kann Geld in dein Leben kommen? Wie kannst du eine gute Beziehung zu Geld haben? Wie kannst du es okay finden, Geld zu haben? Es ist unmöglich. Aber das ist so tief unten. Da musst du erstmal hinkommen und rausfinden, dass du tatsächlich glaubst, Geld ist dreckig. Warte, und das war erstmal. Geld ist ein Arschloch, Geld ist fies, Geld ist manipulativ, Geld ist gemein. Geld nützt, bringt die Menschen dazu, Dinge zu tun, die unethisch sind. Geld ist hinterhältig und so weiter und so fort. Und ich habe nur gestaunt, weil meine Klientin, die war so offen und hat es so raussprudeln lassen, was sie fühlt. Und das ist so essentiell, da mal hinzukommen und hinzuschauen und sagen, hey, welche wirkliche Meinung habe ich für Geld? Und wenn du so eine Meinung, egal ob es Geld ist oder auch irgendwie was anderes, Männer zum Beispiel, wir kamen drauf, dass Geld, Männer und Sex, die sind in dieser Vorstellungswelt sehr oft zusammen, weil man irgendetwas tun muss, was man nicht tun möchte, um zu Geld zu kommen. Und Geld ist mit Sex und Dreck, Prostitution, oder? Das ist ja auch eine ganz üble Geschichte, wenn sich Frauen verkaufen oder auch Männer wegen Geld. Niemand würde sich prostituieren, um nicht zu Geld zu kommen, oder? Und das sind Stories, das sind Überzeugungen. Die traut sich keiner wirklich so fest auszusprechen, sondern das will man auch gar nicht hinschauen, weil das ist ja dreckig, weil das ist ja übel, das ist ja ablehnenswert. Das ist ja etwas, mit dem man gar nichts zu tun haben will und sich gar keine Gedanken drüber macht, weil man ja eigentlich gar nichts damit zu tun haben möchte. Und wenn solche Stories und Überzeugungen in dir wohnen und die wohnen halt in unserem kollektiven Bewusstsein und so ist niemand davon befreit von diesen Stories, kannst du nicht zu Geld kommen. Respektive sollst du mal zu Geld kommen, wirst du es immer wieder abstoßen, weil es ist ja dreckig, du willst ja damit nichts zu tun haben und so weiter. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, wenn du in unserer Gesellschaft leben möchtest und frei sein möchtest, weil Geld ist ja eigentlich auch der Inbegriff von Freiheit. Und das heißt, du findest Freiheit dreckig. Du findest Freiheit abstoßenswürdig, wenn du Geld abstoßenswürdig findest. Und wenn du Geld wieder in die Energie reinnimmst und dann sagst, okay, ich habe zu gewissen Energien, die für mich auch Fülle bedeuten, habe ich ein Verhältnis, dass ich es dreckig und abstoßenswürdig finde. Und da geht es eigentlich darum, was machen solche gewissen Vorstellungen mit dir? Und wenn du mit so Vorstellungen nicht ins Reine kommst, dann kommst du nicht dorthin, dich wirklich frei und Fülle zu fühlen, weil du im Hinterkopf irgendeine Story hast, die dir dann über Geld, über Fülle hinweg sagt, dass die ganze Geschichte dreckig ist oder dass sie übel ist, dass sie gemein ist, dass sie hinterhältig ist und so weiter und so fort. Weil es so ganz tief verborgene Vorstellungen sind. Und es ist einfach so, ob es dir gefällt oder nicht. Wenn du auf diesem Planeten frei und glücklich leben möchtest, brauchst du Geld. Und wie viel Zeit hast du oder nimmst du dir auch nicht immer bewusst, um dir über Geld Sorgen zu machen. Wenn du dir Sorgen machst, ob du deine Rechnungen zahlen kannst, wenn du dir Sorgen machst, welche Priorität, welcher Wunsch von dir in deinem Leben einnehmen darf, wenn du dir überlegst, ob du dir einen Urlaub, ob du dir ein Seminar, ob du dir einen Retreat leisten kannst, das ist alles Lebenszeit, Lebensenergie, die du mit Mangel und Sorge verbringst. Und verdammt nochmal, wer hat da Bock drauf? Ich nicht. Und ich war immer
auch eine von denen, die nicht wusste, dass sie Geld ablehnt, weil ich aus einer industriellen Familie komme. Da ist innerfamiliäre Korruption da und da wurde schlecht über die geredet, die Geld hatten, weil man halt wirklich immer wieder gesehen hat, dass diese Leute fies und gemein sind und ja, diese Vorstellung, die brennt sich in einen ein, aus welchem Grund auch immer, weil sie ist allpräsent. Du musst nicht aus einer industriellen Familie kommen, wo das so gehandelt wird, sondern es reicht, wenn du nur hier auf diesem Planeten bist, mit offenen Augen rumgehst und du siehst, was mit Geld gemacht wird, wie Geld gesehen wird und wie Geld tatsächlich Menschen unterdrückt. Du siehst Menschen sich den Arsch aufreißen, in Burnouts zu gehen, nur damit sie Karriere machen und damit sie Geld bekommen. Und das sind einfach Vorstellungen, die hier vorherrschen und die uns nicht erlauben, wenn wir sagen, ich will kein Burnout, ich will mir nicht den Arsch aufreißen, ich will nicht kaputt gehen, dann heißt es folglich, ich kann kein Geld haben oder ich kann nur eine gewisse Summe von Geld haben, ich kann nicht finanziell frei sein. Heißt das tatsächlich, weil du wieder sagst, oh, puh, ich muss so viel arbeiten, um wirklich mehr Geld zu haben, mir das zu erlauben, dann denke ich lieber nicht dran, dass ich das erlauben will und bleib da, wo ich bin und habe wenig Geld. Aber wenn du den ganzen Bullshit, wenn du den shiftest, wenn du das total umdrehst, wir haben gestern diesen Geldarsch, wir haben den umgebracht und wir haben einen neuen Geldschatz, Money, Honey, kreiert eine neue Vorstellung, eine neue Energie, die Geld haben kann. Weil wir kreieren ja alles. Ich meine, wir sind alle hier zusammengekommen, insbesondere auch über die Ansätze von Dr. Joe Dispenza, wo einfach ganz klar gesagt wird, all das, was du dir vorstellst, kreierst du im Außen, was du denkst und fühlst, ist dein Leben. Er sagt, er beweist es. Er beweist es, indem Menschen sich ihre Gesundheit wieder kreieren. Aber wenn du denkst, gesund sein ist scheiße, wirst du nicht gesund. Und wenn du denkst, Geld ist scheiße und dreckig, wirst du kein Geld haben. So einfach ist das. Und deswegen kommen auch viele, die auf dem Pfad der Heilung sind, nicht wirklich vorwärts, weil da so viele Überzeugungen dort sind von dieser Wertlosigkeit, die man sich selber gibt und diesem eigenen Seinszustand, der einen verharren lässt in Krankheit, in Armut, in Einsamkeit, in was auch immer. Und du kannst deinen Seinszustand eben nur ändern, wenn du auch deine Vorstellung über dich, über dein Leben und gewisse Dinge in deinem Leben änderst. Sonst kommst du nicht weiter. Du kommst einfach nirgendwo hin. Und dann humpelst du im wahrsten Sinne durchs Leben und denkst immer, warum die anderen und warum nicht ich? Warum die anderen und warum nicht ich? Und da fängt es an, ganz, ganz tief an diesem Shift zu arbeiten. Und deswegen sage ich, arbeiten. Und zwar, wie bei allem, jeden Moment, jeden Moment. Arbeiten und die neue Person sein. Wirklich sein. Jemand, der Geld liebt. Jemand, der seinen Körper liebt. Jemand, der Gesundheit liebt. Jemand, der im höchsten emotionalen Zustand eine Beziehung zu dem kreiert, was er möchte. Im höchsten emotionalen Zustand über meinen Partner denken, fühlen und handeln. Über Geld. Über mein Leben, über meinen Wert, über mich selber, wenn ich das irgendwie scheiße und dreckig finde und es nicht mal weiß, weil diese Überzeugung ganz tief in mir wohnt, wie zum Beispiel dieses Selbstwertzeugs, wo uns wo wir energetisch informiert werden durch unser Umfeld und immer wieder diese Messages aufnehmen, wenn wir immer noch resonieren, dass wir nicht gut genug sind und dass wir uns nach der Decke strecken müssen und dass wir halt schauen müssen, wie es geht. Bla, 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 bla. Und ich meine, ihr habt alle vielleicht viele dieses Testimonial gesehen, es ist auch bei uns in der Gruppe gepostet worden, von denen der in der Meditation plötzlich 150.000 Dollar oder was weiß ich nicht was, Schweizer Franken manifestiert hat.
Aber Leute, der Mensch liebte Geld. Der hat sich mit anderen umgeben, die Geld haben. Deswegen konnte der das irgendwie geschenkt kriegen, sich anziehen. Aber wenn er da gesessen wäre in seiner Meditation und gesagt hätte, ich will mit reichen Schnösel nichts zu tun haben, hallo, glaubt ihr, wie lange kann denn der meditieren und sich vorstellen, wie toll es ist, wenn Geld plötzlich zu sich kommt? Das geht so nicht. Es ist alles Energie. Es geht so nicht. Du musst dich einfach davon befreien, von diesen ganzen Bullshit-Vorstellungen und Überzeugungen, die du hast, damit du frei werden kannst, damit du wirklich frei leben kannst. Und es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Und ich bin mir ganz sicher, dass zum Beispiel auch meine Krankheit, meine Befindlichkeit, die ich mir damals kreiert habe, das Geld und mein Verhältnis zu Geld und meine Überzeugung über Geld, wie ich zu Geld kommen kann, was ich mit Geld zu tun habe, dass die mich auch krank gemacht hat. Diese ewige Sorge, dieses ewige, oh mein Gott, ich bin ausgeliefert, oh mein Gott, ich kann nicht tun, was ich will. Ich meine, das ist, du fühlst dich gehindert, du bist gebremst, du kannst nicht sein, wer du willst, du fühlst dich eingeengt und eingequetscht. Und dann ist da noch die das Geld, wo dir keinen Raum und keinen Rahmen gibt und du frierst ein. Du frierst ein, dein ganzer Körper friert ein, dein ganzes Sein friert ein, deine ganze Persönlichkeit friert ein. Du machst keinen Wank mehr. Und ich kriege immer wieder Anfragen und sage, ja, ich würde so gerne ein Coaching haben und du bist die Richtige, aber ich habe kein Geld. Und das ist doch scheiße. Das ist doch echt scheiße. Und deswegen will ich jetzt anfangen, euch zu helfen, wirklich Geld zu kreieren. Und zwar wirklich euch zu ändern. Es nützt ja nichts, wenn du sagst, ja, niemand braucht so viel Geld oder wenn du sonstige Vorurteile hast, immer noch, geh da rein. Geh da rein, wenn dich das triggert, wenn du sagst, scheiße, ah, die schwätzt wieder und bla bla bla. Geh da rein und frage dich, warum dich das so aufregt. Frage dich, warum du glaubst, dass das Geschwätz ist oder keine Ahnung. Weil das ist kein Geschwätz, weil wir sind energetische Wesen, wir sind Schwingungswesen. Wir arbeiten, leben über Schwingung. Du bist nichts anderes wie Schwingung. Du bewegst dich die ganze Zeit. Und wenn du tot bist, dann bewegst du dich immer noch. Denn wie soll denn dann sonst dein Körper sich auflösen zu Staub? Oder wir sind Schwingungen. Wir bewegen uns die ganze Zeit. Und wenn wir so schwingen mit unseren Überzeugungen, dann kreieren wir. Wir hören nie auf zu kreieren und zu schaffen. Und wenn da drin schwingt, Geld ist dreckig, Geld ist gemein, Geld bringt Menschen dazu, üble Dinge zu tun, dann heißt es, Geld, hau ab von mir. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Und dann kannst du dir den Arsch aufreißen. Da kannst du 24 Stunden am Tag arbeiten. Es wird nicht bei dir bleiben, das Geld, weil du willst, du schickst es ja weg. Du schickst es schwingungsmäßig weg. Und warum soll Geld übel sein? Es ist nicht wahr. Es ist einfach nur übel, weil es diese Vorstellungen in sich trägt, weil die Leute so drüber denken, weil wenn alle Geld lieben würden, wie wäre denn das denn? Wenn Geld Liebe wäre, wenn jeder Geld wäre, wie wäre das? Wie wäre das hier? Das wäre geil. Wir wären alle fröhlich und vital. Wir wären nicht mehr erpresst. Wir wären nicht mehr unterdrückt. Wir würden uns nicht mehr eingeengt fühlen. Also können wir doch einfach diese Welt kreieren, diese Welt schaffen. Wir können das machen, weil wir können alles machen. Wir sind die absoluten Schöpfer unserer Realität. Und deswegen geht es jetzt los. Und ich habe jetzt euch ein Angebot zu machen. Und zwar mache ich ein Gratis-Training. Und dieses Gratis-Training ist es wieder kurzfristig, weil ich immer nur so inspiriert bin. Aber ich laufe mit diesen Inspirationen, mit meinen Angeboten. Und zwar mache ich das morgen Abend. Ich mache es morgen Abend um 20 Uhr, dieses Gratis-Training, Freitagabend 20 Uhr. Ja, wahrscheinlich wollen da welche weg oder was weiß ich nicht was. Aber kommt, ich poste das nochmal. Kommt, seid dabei. Wir regeln diese Geldgeschichte. Wir holen das raus aus euch.
Wir befreien euch von diesen ganzen Scheißvorstellungen, was Geld betrifft, was Einschränkungen betrifft, was Möglichkeiten betrifft. Kommt in dieses Gratis-Training, sei dabei morgen Abend, ich poste den Zoom-Link noch. Sei dabei, seid offen, seid ehrlich und lasst uns die Scheiße beseitigen, die uns wirklich so einengt, bedrängt und nicht bewegen lässt, uns nicht ausdehnen lässt, uns nicht freuen lässt, uns in der Sorge verkümmert und eben auch dazu führt, dass wir 100.000 Meditationen machen können und da drinnen so, ich kann mich ja nicht so richtig freuen, weil innen drin lässt du es nicht zu, weil da sind ja so viele Sorgen und die haben fast alle mit Geld zu tun. Es ist so und jetzt müssen wir das einfach anpacken. Es nützt ja alles nichts. Das lässt sich regeln und wir regeln das jetzt, kommen in dieses Gratis-Training, wir regeln die Sache, wir schauen rein, was bei euch los ist, wir machen diesen Money Honey, wir lassen den Geldarsch in Feuer aufgehen und Leute, seid dabei, es wird saulustig und ja, das war's. Ich poste nachher noch den Link und ich freue mich riesig auf euch. Bye!